Oder ein herzliches Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal sind wir auf Insel Jverde gelandet. Und nun wollen wir herausfinden. Wahrscheinlich da vorne irgendwo. Wo sind wir denn gestrandet? Gestrandet sind wir hier. Das heißt wahrscheinlich irgendwo hier. Wir versuchen gerade noch die letzte Kugel zu finden. Natürlich. Natürlich. Also wahrscheinlich für dies nicht straight dahin, ne? Komm. Wenn ich vielleicht von da irgendwie. Frage mich gerade, außerdem können wir nicht einfach mal so ein. Was ist denn das, wenn wir das jetzt hier runterrollen lassen? Hm. Okay. Ich will den Stein dahin zu dem an der Kante und den dann. Ach. Können wir die vielleicht mal so ein bisschen. Ein Stück. Ah, bin ich eigentlich schon zufrieden. So. Ey, ich krieg die nicht weggeschoben. Aha. Und von hier aus bitte. So. Ich will den durch meine Gewitztheit wegmachen, nicht durch bloße Kraft. Ja, komm hier, Scheiße. Nein! Na komm. So, der kann ja gar nicht hochwerfen. Hä? Oh. Das lief natürlich sehr ordentlich. Hm. Haben vielleicht noch ein paar Fässer da oben? Die ich mir gerne zur Unterstützung holen. So. Mal gucken. Da haben wir noch eins. Man weiß ja nicht, könnte ja vielleicht helfen. Helfen wir uns einfach mal dadurch. Ich glaube, es ist auch so ein Moment, wo ich dann doch mal wieder
Hallo? Hallo? Oh. Mann. Nee, bitte nicht. Da muss man zwar so ein bisschen umdenken und... lecker. So, wo soll das Ding hin? Bestimmt nach da oben. Ich geh mal oben gucken. Achso. Dreck. So. So, der kommt mit. Und die haben sich auch verselbstständigt. Okay. Kriegchen. Ich dachte gerade, ich hätte eine Nachricht bekommen, aber das war nicht der Fall. So. Ah, da hinten ist auch das Floß zurück. Siehst du mal. Gut, dann bringen wir mal die Kugel hier hoch. Zack. So. So, jetzt können wir auch wieder deaktivieren. Das mache ich auch mal aus. Das Einzige, was ich mal anders habe, weil es praktisch ist und schnell von A nach B bringt, ist Revali Sturm. Ah, nö. Das Wetter schlecht um. Nö. Na gut, das erledigt sich ja von selbst. Na, guck mal. Kann er dann nochmal einschlagen? Würde mir die Arbeit erleichtern. Schade. Gut. Hit!
Juhu. Ja. Okay. Halt. So. Aha. Oh, mein Controller ist fast leer. Okay. Oh, so. Der Sieg ist dir hold mit allem Glück. Du erhältst dein Werkzeug nun zurück. Wohlan, Reisender, so soll es sein. Komm näher und betritt den Schrein. Yay. So, erstmal umziehen, wegen der Sicherheit. Ach gut, dass wir noch so einen Stab haben. Schild passt, Bogen ist schlecht. Ach, guck mal, machen wir erstmal so. Brauchen wir ja nicht zwingend. Ja! Und gleich vom Blitz geschlagen. Ist der Stein wieder hier? Mensch. So, da bin ich auch schon. Kuguchide-Schrein. Ich frage mich, ob man irgendwas Spezielles bekommt, wenn man alle Schreine gemacht hat. Ob es dann irgendeine quasi eine Riesenbelohnung gibt. So, Prüfung bestanden. Very nice. Give me that. Yay. Schwing. Ja, komm. Adieu. Schreine, Mensch. Also es ging doch schneller als erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, das war noch mindestens bis Part 150, obwohl das könnte vielleicht sogar noch passieren, je nachdem wie viele Schreine wir schaffen pro Part. Aber ne, das ist halt wesentlich länger dauert. Das ist so viel Wetter. Gerade Sonnenauf-Unter-Weggang. Wer bist du? Hi. Mimo. Aha. Sag mir, was führt dich hierher? Ich bin umgeklettert. Das war sicher nicht einfach. Du scheinst hochgelegene Orte zu mögen, wie ich. Man kann den Wind so schön hören. Ich will frei sein, ohne Einschränkungen. Frei und sorglos wie der Wind. Deswegen lausche ich hier der Stimme des Windes. Es gibt mir ein bisschen das Gefühl der Freiheit. Wärst du nicht auch gern wie der Wind? Ja, doch. Ich habe das Gefühl, wir könnten gute Freunde werden. Unter meinen Freunden wärst du der erste Julianer. Deine Flügel sieht ganz anders aus als unsere. Wie interessant. Was sagst du? Möchtest du von mir lernen, wie man eins mit dem Wind wird? Eins mit dem Wind? Der Wind wird mal schnell und mal langsam, aber er bewegt sich immer frei. Und ich denke, der beste Weg, eins mit ihm zu werden, ist, seine Bewegung nachzuahmen. Dafür habe ich meine Übung einfallen lassen, bei der man Ringe in der Luft durchfliegt. Es geht darum, so viele Ringe wie nur möglich zu durchfliegen. Das ist eine Erfahrung, die du niemals vergessen wirst. Oh ja, komm. Dein Interesse freut mich. 20 Rubinenfülle vorbereitet. Ja, natürlich. So, dann will ich mal aufbauen. Warte hier. Okay. Was ist das denn? Achso, dann muss ich ja wieder zurück. Lass die ganze Zeit losfliegen. Meine Empfehlung wäre diese Strecke dort. Nicht entspannt das Gleiten. Warte. Nicht entspannt wie das Gleiten auf einer sanften Brise.
jetzt hier lang gehe? Pass. Ein bisschen tiefer gehen. Wo soll ich denn jetzt hin? Ah, nehmen wir mal das da. Gut, dass der Typ nicht übertrieben hat. Nun denn, dann sammle ich meinen flugunfähigen Freund mal ein. Hey. Unglaublich, 30 Ringe. Das schaffen nicht mal Orni. Du bist wirklich eins mit dem Wind geworden. Dafür sollst du das hier erhalten. Hui. Und, möchtest du das nochmal versuchen? Nö, erstmal nicht. Das mag besser sein. Du bist wie das edle Huhn des Fliegens fähig, doch auf dem Boden zu Hause. Alter, ich kümmere mich mal zu aufräumen. Es würde mich freuen, dich wiederzusehen. Oh, wie schön. Cool. So, das heißt, auf der Insel hier haben wir jetzt erstmal alles durch. Ich würde mich jetzt doch gerne diesem Drakoto-Fluss hier widmen. Das heißt, wir gehen dann erstmal zurück nach Angelstadt, aber hier war ja nicht viel. Angelstadt war ja auch nicht groß. Das da oben haben wir vielleicht irgendwann nochmal von hier so lang. Jetzt gerade interessiert mich diese Sache mit dem Drachen und der Schlange. Ich mache mal eben mal zu trinken auf. Entschuldigung, bisschen laut. Ah, schwarze Katze. Gibt Besseres. So, in welcher Richtung lag es denn nun? Irgendwo da vorne, ne? Dann gehen wir mal nach da vorne. Bin ich ja mal gespannt, das sieht ja schon so düsterig aus. Mach hier mal eine Pause. So. Aus dem Weg. So, bisschen um. Na, muss Portemonnaie kümmern hier. So. Wo kommen wir denn da hin? Angeblich so dadurch.
halte mich mal am Rand. Überall Schlangenköpfe. Ach, ist wieder soweit. Natürlich. Nein. Nein, ich will nicht. Nein, nein, nein. Na gut. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Nee, sag bloß. Die sind wieder soweit. Wie die Zeit vergeht. Sei auf der Hut. Ja, ja. Kriegen wir schon hin. So, so viel dazu. Wer dudelt denn da so? Okay. Halt die Guschen. So. Du auch. Und du da sowieso. Ich mach mal eine Randbegehung hier. Was haben wir denn so? Einen Holz zwei. Das ist ja nicht so viel. Kein Loot? Ich bin enttäuscht. Wie lautet denn nochmal das Gebrabbel dazu? So. Im tiefen Wald der Schlange, Mund im Angesicht des Drachen, Schlund. Zur Heldenprüfung schlägt die Stund. Ja. Ist da drin irgendwas? Och, halt doch die. So. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Jo, wenn das so weitergeht, brauche ich den auch noch. Kommen die nur alle her? Nichts Spannendes. Ist hier irgendwo noch jemand? Wir sind da in der Mitte. Ach, da ist... Ach so, okay. So, ich hol das. So. Oh, da kommen keine Pfeile mehr. Na gut, dann gehen wir halt hin und machen das mal per Hand. Eisstachzerbrich. Könnte das mal bitte sein? Hey, komm. So. Hey. So, die sind jetzt schon mal gefreezed. Was haben wir denn noch so zur Auswahl? So. Gut. Nee.
Tag. So, voll auf den Kopf. Upp, was ist denn das hier? Es ist Geld. Juhu. Quelle des Mutes. Hab ich dich also doch gefunden. Bekomme ich meine Quelle. Bringe der Quelle des Mutes eine Schuppe des goldenen Geistes Farodra. Gut, dass wir sowas schon am Stissen haben. Oder mal gucken, wo. Nur noch so lang die hier. Da. Also muss ich die Quelle da bringen, ne? Heißt, ich muss jetzt hier ins Wasser schmeißen. Ne, ist der Zahn. Er ist das Horn. Wo hab ich denn. Achso, wahrscheinlich ganz hinten. Da. Blub. Haha. Haben wir eine jede Quelle besucht? Der Weg steht hier nun offen. Tritt voran. Jo, du, aber wo ich gerade schon mal hier bin, ne? Genau. Müssen wir nicht erst umständlich in irgendeine Stadt laufen. Sweet. Yay. Bin dabei, bin dabei. Frieden is on the way. So, was haben wir hier? Shikuchofu-Schrein. Shikuchofu. So, was wird uns von. Was wird nun von uns abverlangt? Gar nichts mehr, weil wir die Prüfung geschafft haben. Okay. Es wird von uns abverlangt, nach vorne zu treten und die Kiste zu öffnen. Das ist gar nicht mal so einfach. Wing. Elektrolanze. Warum denn nicht? So. Moin. Aber auch irgendwie doof so für Zelda, dass wir jetzt 100 Jahre später laufen, mal zu jeder Quelle. Zu jeder Quelle und Göttin spricht mit uns, sagt hier, mach dies und das und hier bist Checker, kriegst du hin. Bei ihr keine Antwort. Schon doof. Ja, schön, wie sich die Leiste langsam erhöht. Immer weiter, immer weiter. So, ist das irgendwas? Ist ja wahrscheinlich gar nichts, ne? Gar nichts. Na gut, da oben ist vielleicht noch was oder da drauf. Ich kletter mir mal hoch. Vorne ist wieder so ein Krog-Rätsel. Ich wollte hier hoch. Natürlich. Stein an Kopf. So. Gewöhnt euch mal dran. Was Rätsel jetzt? Da vorne.
So. Blöckchen? Kein Block übrig. Okay. Na gut, wer nicht will, der hat schon. Ne? Hm. Komisch. Naja. Ich kletter hier jetzt einfach mal hoch. Gucken, wo ich da hinkomme. Wo müssen wir denn hinkommen? Erstmal noch ziemlich weit oben. Zwei Crocs. Ah, ich sehe hier nichts. See. Das Farodra Plateau. Ah, ja. Was haben wir noch? Sonnensee, Reiterschützenübungslager, kennen wir ja schon. Preludiafluss, Navisee. Ich überlege gerade. Stall der Sümpfe, vielleicht weiß. Ich suche ja immer noch, wie riesig dieses Mittelgebiet ist, ne? Ich suche ja immer noch Erinnerungen, vielleicht weiß da ja irgendwer Bescheid. Aber das ist auch mittlerweile was für den nächsten Part. Deswegen würde ich das auf da verschieben. Im Takt. Das sind ja auch zwei verschiedene Schreine. So, überhaupt so viele nebeneinander. Hier ist wahrscheinlich auch noch irgendwo einer. Pappelhochland. Da ist sicherlich einer. Mal gucken, wie wir da am schlauesten hinkommen und hingehen. Wahrscheinlich von hier aus. Hier hoch und dann... Kamas Plateau, ja. Gut. Dann war es das für heute. Beim nächsten Mal gucken wir erstmal beim Stall da vorbei. Vielleicht ist da wieder so ein Maler-Typ. Und dann weiß der, aha, da und da. Dann, alles klar. Gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.